Und damit herzlich willkommen zurück zum dritten Part vom Ride angezockt. Ich sitze immer noch hier und habe mir ein neues Rennen ausgesucht. Ich habe mir gerade mal so gedacht, wir fahren mal kein normales Einzelrennen, wir machen mal ein Zeitrennen. Das Ganze machen wir... Wo machen wir das eigentlich? Bin ich bescheuert? Ich habe natürlich vergessen, wo wir hier auf welcher Strecke wir sind. Doof. Wir fahren einfach. Da werden wir es schon feststellen. Wir müssen auf jeden Fall, wir haben jetzt drei Runden Zeit, um eine von den oben links stehenden Bestzeiten zu knacken. Kennt man ja auch aus diversen anderen Spielen. Ich werde mal versuchen, was ich hier rausholen kann. Ich glaube nicht, dass wir Gold schaffen. Zumal ich die Strecke hier halt nicht kenne, wie so fast alle hiervon. Oh yeah, die haben wir schön genommen, diese Kurve. Ja, ja. Wie immer, ihr kennt das ja, wenn ich irgendwas mit Rennspielen mache, dann erwähne ich immer P1TV, den Michel, weil das halt so ja, einer für mich der besten Let's Play-Kanäle ist, die ich so gefunden habe die letzte Zeit. Und er macht halt nur mit Rennspielen. Und er hat auch ein Ride-Let's Play angefangen dazu. Er ist ein bisschen besser als ich, weil er halt generell fast nur, also zumindest auf seinem Kanal, halt nur Rennspiele-Let's Play. Und er hat da wahrscheinlich ein bisschen mehr Übung, einfach generell, was die Strecken auch angeht. Er kennt halt viele Strecken einfach auswendig durch sämtliche Rennspiele, die er so spielt. Und da könnt ihr gerne mal reingucken. Das verlinke ich euch natürlich in jedem Part immer unten irgendwie. Ich denke mal, ich werde die ganze Playlist von ihm da verlinken. Na, cooler Lastwechsel war das gerade. Okay, schön ausbeschleunigen jetzt hier. Wunderbar. Mal gucken, was wir jetzt hier reißen können. Wir sollten die Runde dann gleich zu Ende haben schon, glaube ich. Oder kommt an? Nee, 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 stimmt gar nicht. Wir müssen nochmal dahin bauen. Aber gut. Verdammte Chance. Eieiei. Und, wo sind wir? Ah, wie gesagt, Bronze haben wir, okay, immerhin. Mal gucken, was wir jetzt, vielleicht schaffe ich es ja, in dieser Runde ein bisschen flotter zu sein. Dieser eine Fehler von gerade eben darf mir nicht wieder passieren, wenn das vielleicht schon mal nicht mehr der Fall ist, wenn ich da gut durchkomme. Dann sollten vielleicht noch ein, zwei Sekunden drin sein und dann müssten wir zumindest Silber haben. Da wenigstens vielleicht ein bisschen mehr Credits bekommen, damit wir uns bald ein neues Bike holen können. Und das hier ist ja nicht schlecht. Da werde ich wahrscheinlich auch eine gute Weile mit verbringen mit diesem Ding hier. Aber ich denke einfach, früher oder später werden wir uns so eine Rennkarre da einfach mal holen. Wenn ich mir irgendwann leisten kann. Okay, das war schön sauber bisher. Da vorne kommt jetzt gleich diese behinderte Kurve. Ja, ein bisschen Concentration. Das muss ich auch immer wieder sagen, dass ich ja generell jetzt durch das Nerdiversum, durch unseren Let's Play-Kanal, habe ich natürlich auch festgestellt, ich meine, das war mir vorher zwar auch irgendwie klar, aber ich habe das nicht so wahrgenommen, weil ich meistens halt spiele, wenn ich mal ein Let's Play gestartet habe, Spiele gespielt habe, die ich schon auswendig kenne. Wenn ich hier meine Fische Zeig mache, ist das irgendwie so, dann habe ich mir das Spiel ein bisschen anfangen oder habe mir da, oh nee, das hier war diese Kurve, die ich auch eben verkackt habe, ne? Moment, eben mal kurz konzentrieren. Okay, wunderbar. Komm, gib Gummi, gib Gummi. Boah, das war knapp. Krasse Scheiße. Okay, die 3 Sekunden werde ich vielleicht nicht mehr rausholen. Wir fahren sie trotzdem völlig zu Ende. Auf jeden Fall habe ich halt gemerkt, dass wenn ich wirklich ernsthaft Let's Playe, dass es halt gar nicht einfach ist. Das habe ich ja schon mal erwähnt.
Und ich finde es bei Rennspielen hier immer noch mal schwieriger, weil man sich wirklich darauf konzentrieren muss, wann bremst man an, wie komme ich um die Kurve rum, welche Kurve kommt als nächstes vor allen Dingen. Jetzt hier habe ich ja meine Ideallinie, wenn ich die nicht habe, dann muss ich halt echt aufpassen. Und dann gleichzeitig noch rutschen, gleichzeitig dann noch kommentieren und so, das finde ich schon eine krasse Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Michel macht das halt echt verdammt gut, genauso wie Tommy Hawk, das sind halt so die beiden Let's Player, die einfach auch das meiste Hintergrundwissen hinter ihrem Sport, den sie da halt machen oder spielen, haben. Tommy Hawk halt mit seinen ganzen American Sports und der Michel von B1 TV einfach mit seinem, richtig aufgepasst, da seht ihr es schon. Ich habe einmal kurz in die Kamera geguckt und schon fahre ich hier ins Gemüse. Zum Rennsport hat er einfach sehr viel Ahnung, was da gerade so abgeht, Rallye, Formel 1, alles mögliche halt. Sind da alles Sachen, die mich so nicht mega interessieren. Ich spiele einfach gerne Rennspiele. Habe aber nicht sehr viel Hintergrundwissen für dazu. Weil ich hatte auch mal eine Zeit lang überlegt, irgendwie so einen neuen Kanal zu machen, lange bevor wir das Universum gestartet haben. Einfach einen zweiten Kanal zu machen, einen Let's Play Kanal, in dem ich mich, oder auf dem ich mich in eine bestimmte Richtung... Ach, fuck. Ja, egal, komm, wir haben ja auf jeden Fall Silber. Einfach damit man einen Kanal hat, auf dem man sich auf irgendwas spezialisiert. Aber bei mir ist es halt so, ich spiele alles irgendwie gerne. Ich habe auch generell so ein bisschen Ahnung von Videospielen, aber ich kann jetzt nicht irgendwie was nennen, was ich spielen könnte, wie Rennspiele zum Beispiel, dass ich da sehr viel Hintergrundinfos hätte oder so. Sowas gibt es bei mir halt einfach irgendwie nicht. Ich könnte alte Super Nintendo-Spiele Let's Playen. Da hätte ich vielleicht viel Ahnung von. Okay, das könnte ich machen. Aber das machen auch schon 100.000 andere. Naja. Wir haben Silber. Die Silbermedaille haben wir uns gekrallt. Und bekommen dafür, was bekommen wir dafür? Nichts. Sieht übrigens sehr bescheuert aus, wenn ich das eine Ohr offen habe, das andere nicht, aber es geht halt manchmal nicht anders, weil ich halt ein bisschen Ton auch haben möchte, damit ich was zum Sound sagen kann. Und das habe ich, glaube ich, schon letztes Mal gemacht, aber ich finde den Sound hier relativ ist... Es hat ein bisschen was von Gran Turismo, einfach der Sound ist, hört sich immer gleich an. Habe ich das Gefühl. Das habe ich jetzt nicht aus meinem Spielen hier gerade rausgehört, sondern einfach aus dem Let's Play von Michel, weil der da schon mehrere Sachen ausprobiert hat und das hört sich irgendwie alles immer ähnlich an. Ich finde es nicht besonders schlecht, auch nicht störend oder so, aber... Oh, wir können da weiter nach oben, auf 286. Kann man da hochscrollen? Wer ist denn da ganz oben? Ich will das mal wissen. Wir gucken mal ganz oben, wer da auf Weltrangliste Platz 1 ist. Wobei, das dauert wahrscheinlich sehr lange. Okay, wenn wir beides drücken, Stick und analog Kreuz, dann geht es ein bisschen flotter. Auch lustig. Gustavo Silva, Ben Müller. Wunderbar. Emanuele Mari, sehr schön. Dann haben wir hier noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Was müssen wir denn da machen? Heute darf jeder auf die Strecke, doch du bist nicht der Einzige, der heute eine echte Show abziehen kann. Überhol deinen Rivalen so schnell wie möglich und halt dann deine Position. Die verbleibende Zeit auf dem Timer beim Überholen deines Rivalen bestimmt über deine Medaille. Dann versuchen wir das doch mal auf Imola. Manchmal kann man der Verlockung nicht standhalten und stellt sich einem anderen Fahrer in einem Duell. Fordere während eines Trackdays andere Fahrer bei Kopf-an-Kopf-Rennen heraus. Alles klar, machen wir. Mit unserem Bike, was wir schon ein bisschen getunt haben, das heißt, wir müssen ihn einfach nur überholen und dann gucken, dass wir vor ihm bleiben, eine bestimmte Zeit. Mit unserer Triumph, wie spricht man es aus? Weiß es nicht. Ich möchte mich übrigens auch entschuldigen für den Ton im zweiten Part, denn ich habe da irgendwie die Aufnahme von meinem Mikrofon verkackt und musste deswegen die vom Camcorder nehmen. Den Unterschied, keine Ahnung, wer meinen Kanal immer guckt, den wird es wahrscheinlich merken, aber wenn man jetzt zwischendurch mal so reinguckt, wird man den Unterschied wahrscheinlich gar nicht feststellen können. Naja, was passiert halt einfach, wenn man zu schnell klickt, ne? Ihr kennt das vielleicht. Das passiert auch sehr oft, wo wir gerade von zu schnell klicken sprechen, wenn ich im Teamspeak bin und sagt dann tschö, dann habe ich immer, oder will mich verabschieden, dann habe ich immer schon den Mauszeiger auf dem X oben rechts und dann sage ich mir, ja, ich bin jetzt gleich mal weg, bla bla bla, und auf einmal, dann habe ich schon gedrückt, obwohl ich noch gar nicht tschö gesagt habe. Dann muss ich mal wieder reingehen oder schreibt dann kurz, ja, ich bin weg. Das ist nämlich Banane, das Ganze. Na gut.
Rennen. Da ist er, der krasse Typ, was das denn für ein Harakiri-Fahrer. Ich glaub's ja nicht. Es sind noch andere Fahrer auf der Strecke. Das ist wiederum ganz cool. Oh, zu spät gebremst, ich Trottel. Aber ich könnte einfach gerade ausballern, ne? Das finde ich ganz cool, dass hier wirklich auch andere Fahrer noch auf der Strecke sind. Okay, verbleibende Zeit. Okay, ich verstehe. Wir müssen oben rechts steht unsere verbleibende Zeit, die wir noch haben, bis wir ihn überholt haben müssen. Und um Gold zu bekommen, hätten wir ihn jetzt schon überholen müssen. Schaffen wir nicht. Boah, geiles Überholmanöver. So muss das sein. Schön knapp dran vorbei. Bleib stehen, Candy. Candy? Das ist Mrs. Vlog oder was? Komm schon, jetzt gehe ich vorbei. Yeah, wir haben es geschafft. Haben wir es sogar noch in Silber geschafft? Mal gucken. Ich weiß es nicht, bin mir sicher. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet, weil wir haben Silber bekommen. Ist das nicht cool? Sehr geil. Weiter. Das haben wir gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Na gut, mit der Ideallinie geht das Ganze natürlich auch ein bisschen einfacher, muss man ja schon sagen, fairerweise. Ich denke einfach mal, wenn man so ein Spiel länger spielt, die Strecken, ich weiß auch, damals bei Gran Turismo 3 gab es das halt auch alles nicht, oder Gran Turismo 1, da gab es keine Ideallinie. Und selbst wenn es sie gegeben hätte, die haben wir halt nie angehabt. Und man lernt die Strecken dann einfach kennen, so mit der Zeit, man weiß, wo die Bremspunkte sind, wie man mit welchen... Und da braucht man auch, wenn man ein neues Auto hat, braucht man das sich nicht neu anzueignen. Man fährt einfach und weiß auch mit dem neuen Auto, wie man bremsen, oder wo man bremsen, wo man einlenken muss und so. Und ich hoffe, dass das hier auch irgendwann so ist, dass ich hier echt jetzt mich ein bisschen reinknien kann in dieses Spiel. Da habe ich nochmal richtig Bock drauf, mich in ein Rennspiel reinzuknien. Auch wenn es ein Motorradrennspiel ist, macht ihr nichts. Ja, komm, weiter. Das haben wir alles gemacht. Sollen wir denn nochmal das erste machen? Diesen Stadtkurs in Mailand. Da bin ich ja irgendwie letzter geworden, ne? Fahren wir den einfach nochmal. Und gucken mal, ob wir da diesmal was reißen können. Denn ich hatte noch eins übrig gelassen, noch eine andere Strecke. Da mal gucken, wie schnell wir das hier jetzt schaffen. Dann mache ich die vielleicht auch noch hinten dran. Mein Ohr sieht voll groß aus. Ach ja. Wenn wir das jetzt haben und die andere Strecke haben, dann können wir vielleicht mal gucken, ob wir uns dann schon ein neues Motorrad leisten können. Einfach nur mal zu gucken, ob das Fahrgefühl da anders ist oder so. Oder ob das dann das gleiche ist. Kann ja auch sein. Denn bei so Spielen wie Gran Turismo merkt man ja sehr stark, ob man gerade ein Auto mit Allradantrieb oder ob man eine Heckschleuder, ich nenne mit Heckantrieb immer Heckschleuder, ob man eine Heckschleuder fährt oder ob man, keine Ahnung, gerade ein Muscle Car fährt, was halt relativ träge ist, oder ob man einen mit Turbo fährt, der gut um die Kurven so kommt, so ein kleines Ding oder was, merkt man da ja alles ziemlich gut. Bin ich mal gespannt, ob das hier auch so ist. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt so ein bisschen gefahren bin, es wird wahrscheinlich keine volle Simulation sein. Es sei denn, man fährt wirklich noch mit X und L2 mit der separaten, also mit der getrennten Bremse. Aber ansonsten ist es doch eigentlich ganz in Ordnung vom Fahrgefühl her. Wir machen diese Kamera. Ich muss mal gucken, ob ich mir die umstellen kann, dass ich immer die Kamera von weiter weg habe. Mag ich lieber bei Motorrädern. Bei Autos steuere ich ja immer aus der Stoßstangenperspektive. What? Verdammte Pisser, die haben mich da voll weggebumst. Habt ihr das gesehen? Ach ja, klar, da kommt die dran und nichts passiert. Ich will rewinden. Ich kann nicht rewinden. Warum nicht? Wahrscheinlich so knapp hintereinander. Verdammt. Na gut, da muss ich sehen, wie ich sie einhole. Können wir eine coole Aufholjagd starten? Irgendwie die Strecke, die liegt mir nicht, habe ich das Gefühl. Naja, egal. Was sollen wir machen? Das sind aber auch krasse Anbremspunkte, die man hier braucht, ne?
Nix kann ich. Überhaupt nichts. Nicht an die Ecke kommen. Verdammt nochmal. Gucken, wie weit wir zurückfahren können. Bis hier. Okay. Ja, besser. Nicht gut, aber besser. Puh, das ist eigentlich schon mal knapp. Wenn man dann nämlich nur kurz an die Bande dran tippt, dann ist man sofort irgendwie weg vom Fenster. Okay, das war okay. Das war zwar nicht ideal in mir, aber es war auf jeden Fall ganz okay, auch rausbeschleunigt und so. Na komm, ich bin auf jeden Fall dran. Ich bin dran. Dupont, Arif, wie sie alle heißen, die ganzen Rennfahrer hier. Okay, ich bin 12. von 16. Wir fahren 16 Mal mit, das ist mir gerade erst bewusst geworden, dass das doch schon viele sind. Na gut, zwei Runden haben wir ja noch. Annähernd zwei Runden. Takeshi's Castle. Haji Bumbaichi. Okay. Aber solche Momente mag ich einfach, wenn er dann so anbremst und dann merkt, oh, es wird knapp, aber dann doch durchzieht und man schafft. Alter, was zum Teufel? Wenn man dann merkt, okay, es klappt doch noch und ich komme schon wieder in diese Ecke. Nein, okay, doch nicht. Ficken. Mann, ich komme immer zu weit da raus. Das gibt's doch einfach nicht. Komm, rewinde jetzt. Oh, hoffentlich reicht das zum Rewinden. Ich stand ziemlich lange da rum. Okay, besser als der Sturz. Jawohl, Carvalho kriegen wir auf jeden Fall auch noch. Wir hatten Carvalho. Jetzt kriegen wir ihn aber. Beim Rausbeschleunigen. Komm schon. Zu spät gebremst. Ich bin doch ein Blödmann, ey. Das gibt's ja nicht. Da habe ich mich so konzentriert darauf, dass ich an dem vorbeikomme hier. Dass ich einfach viel zu spät gebremst habe. Nein! Ich rege mich auf. Ja, komm, gib Gas. Nein! Jetzt fahren sie alle an mir vorbei, die ganzen Blöden. Okay, diese Strecke ist irgendwie nicht für mich, absolut nicht. Man, solche Strecken hat man einfach, dass man mit irgendwelchen Strecken nicht so klarkommt. Kämpfen, Hasen, Busen. Ich merke das auch, wenn ich bei Rennspielen habe ich das ganz besonders halt, wenn ich irgendwie eine Kurve und merke, oh, das wird knapp und ich will noch enger einlenken, dann drücke ich halt immer voll fest auf den Analogstick, was ja gar nichts bringt. Wenn er am Ende ist, ist er am Ende, dann kann ich so fest drücken, wie ich will. Aber das mache ich halt einfach irgendwie. Machen wahrscheinlich mehrere, bin ich nicht der Einzige, der das tut. Okay, schön. Okay, das war schön, das war aber Zufall. Da war ich ein bisschen zu langsam gerade. Okay, war Carvalho eben auch vor Y? Oder hat er den sich kassiert gerade? Eben! Okay. Scheiße, aber okay, wenigstens kein Sturz. Ich hätte gerne eine Kamera für zurück. Geht das nicht? Habe ich das nicht irgendwo gesehen? Eben muss ich mal nachgucken. Dass ich zurückgucken kann. Naja, Wurst. Wir haben ja noch eine Strecke, die gucken wir uns auch noch an. Ja, 500 Ruf. 500 Ruf?
War das nicht relativ viel? Oder irre ich mich da jetzt? Oder irre ich mich? Right. Auf jeden Fall mal eine ganz coole Idee, dass sie halt mal so ein Rennspiel mit Tuning-Möglichkeiten und mit verschiedenen Bikes, die man kaufen kann und sowas, halt à la Gran Turismo, ich vergleiche es ja immer wieder damit, gemacht haben, einfach mit Bikes. Finde ich, ist eine coole Sache. Na komm. Wir gehen erstmal zum Händler. Wir machen die andere Strecke jetzt erstmal nicht mehr. Wir gehen mal zum Händler und gucken da nochmal kurz, ob wir uns schon irgendwas Neues leisten können. Oder ob wir noch ein bisschen rumtunen. Wenn dann hier das mal geladen hat. Okay. Zurück. 18.500 Credits haben wir. Ist ja schon mal ordentlich. Händler, was kostet denn so ein Ding? Händler, Herstelleranzeigen. Und zwar, wo hatte ich eben geguckt? Bei Ducati. Ne? Was kosten denn Ducatis? Okay, die ist natürlich schon ziemlich fett. 18.000, das hätten wir, aber die gefällt mir nicht. Puh, okay, die sind... Okay, alles klar. Das ist so ein Teil. Ist natürlich... Ich wusste nicht mehr, was die kosten. War mir klar, dass ich mir das nicht leisten kann. Aber halt, ich wusste nicht, dass sie doch so teuer sind. Alter, das sah doch nicht schlecht aus. Das war zwar auch zu teuer. 29? Ne, das hier, 28.000. Oh, das sieht doch schon gut aus. Boah, das ist ein krankes Ding. Und warum ist denn das so krank eigentlich? So mega viel besser ist das doch gar nicht. Das hier halte ich mal im Auge, dieses Teil. 1199 Panigale S. Oder Panigale, ich weiß es nicht. Das bald schon im Auge, das ist ein gutes Ding. Bei den anderen haben wir, glaube ich, nichts. Was haben wir denn bei den BMWs? BMW hat wahrscheinlich aber auch keine richtigen Renndinger, oder? Irre ich mich da? Hat BMW wohl. BMW hat wohl Renndinger. 20.000? Okay, aber da finde ich, glaube ich, die Ducati echt schicker. Das lohnt sich ja nicht hier. Ist auch ein Naked Bike. Ich muss aber... Ah, da oben steht die Klasse. Gut, habe ich noch gar nicht gesehen. Was ist denn das hier für eine Klasse gewesen bei Ducati? Wo ist sie? Nee. Da. Ein Modern Superbike ist das. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir noch ein Rennen, damit wir noch die letzten 10.000 Credits zusammenbekommen, die wir brauchen. Und das machen wir im nächsten Part und gucken dann mal, ob wir uns dann wirklich was Cooles kaufen können. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.